Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Mario Gives Up. Ich bin total fertig, meine Nase ist total fertig und blutet. Mein vorheriger Emulator ist kaputt und blutet. Und dieser Emulator funktioniert gerade so. Ich habe irgendwie geschafft, den Save State rüber zu übertragen. Und wie ihr hören könnt, hört ihr nichts. Das ist auch ein schöner kleiner Nebeneffekt, der was, warum auch immer, gerade auf diesem Scheißding aktiv ist. Und wie ihr mitgekriegt habt, im letzten Part sind wir relativ weit gekommen, haben Dunce umgebracht, den Vollidioten. Und ich bin jetzt endlich mal in der Lage dazu, ein, zwei Wochen später wieder weiter aufzunehmen. Ich kann nur maximal zwei Parts aufnehmen, aber es ist immerhin schön. Und ich habe jetzt viel rumprobiert. Auf dem vorherigen Emulator ist die Musik am Arsch gegangen. Hier hat es jetzt beim ersten Versuch funktioniert, dem neuen Einstellen und so. Und ich habe übrigens ein Taschentuch in der Nase, weil mein. Ah, nee, geht wieder, geht wieder. Okay. Ich hatte jetzt noch ein Stück Taschentuch kurz drin gehabt, weil meine Nase noch vollkommen am Bluten war. Ich weiß nicht. Entweder ist es, weil ich ein paar Tage vorher trinken war oder warum auch immer. Vielleicht habe ich es doch übertrieben. Nee, keine Ahnung, aber. Oh. Ich bin die letzten Tage ein bisschen wenig zu gebrauchen. Ist immer ein bisschen unschön, aber. Ein Tag länger Wochenende, dann nutzt man es aus. Ja, ich bin schon bei 1 Minute 30, Junge. Ich kann keine schnellen Parts beginnen. Also ich kann die Parts nicht schnell beginnen. Was auch immer. Meine Nase geht's wieder halbwegs gut. Ich bin froh. Wir spielen jetzt Hell Freezes Over. Und ja, exakt. Ich konnte in den Level schon reinschauen. Und jetzt fällt mir gerade auf, dass der Sound ein bisschen. Moment. So, mir ist aufgefallen, dass der Sound ein wenig zu laut für meine Kopfhörer war, deswegen habe ich runtergestellt. So, für euch sollte es passen. Jetzt können wir aber loslegen. Und ich habe hier in den Level schon reinschauen können. Ich weiß sogar, den Level habe ich gespielt. Alles, was danach kommt, ist aber unbekannt für mich. Wobei ich habe den Level auch nicht ganz durchgespielt. Also irgendwo war so ein Rage Quit. Ich weiß es noch. Ich meine, dass ich es weiß, sagen wir so. Boah, ich habe es überlebt. Die Steine sind richtig mies. Verdammt. Und ich habe herausgefunden, das Schlimmste, was man tun kann, ist mit Frameskip zu spielen, weil das tatsächlich die Reaktion irgendwie verschluckt. Also irgendwie, ich habe das Gefühl, Inputs werden verschluckt. Vor allem bei Star Fox oder Starwing habe ich es mal ausprobiert. So, Moment. So. Bei Starwing habe ich es ausprobiert, so zu spielen und habe dann gemerkt, so, ah, das macht einen Unterschied. Was passiert jetzt? Okay. Ich habe schon ein bisschen Angst gehabt. Ah, geil. Ja, ich hätte ge gern ein paar One-Ups gefarmt, aber okay. So, den Koopa nehmen wir mit. Der kann sich als nützlich erweisen oder er kann uns umbringen gleich. Oh, Scheiße. Genau das meinte ich. Okay. Ich habe auch ein bisschen rumgetestet wegen dem Sound und so. Habe dann Mario's Gives Up 2 getestet. Also, mein gesamter Emulator ist irgendwie abgeschmiert bei den Tests mit Starwing. Und deswegen der Soundbug in Mario Gives Up, der hat es dann noch mehr zerstört und ja, dann konnte ich das Spiel gar nicht mehr spielen. Naja, ist ja nicht schon tausendmal passiert, dass Mario Gives Up nicht mehr funktioniert, aber in dem Fall war es der ganze Emulator, der einfach absolut. So, der absolut. Ja. Der absolut keinen Bock mehr hatte. Also, boah. Aber jetzt habe ich echt Bock auf Mario Gives Up endlich. Ich will jetzt halt endlich das Spiel mal durchspielen und dann den zweiten Teil und dritten Teil spielen. Vor allem, der erste Teil ist verdammt verbuggt. Also der geht kaputt. Wenn man ihn nur dumm anschaut. Aber ab dem zweiten Teil hört das auf. Da müsste wieder. Die Soundbugs müssten nicht mehr auftauchen. Das heißt, ich könnte auch BSNES verwenden und so weiter. Und deswegen. Darauf freue ich mich halt. So. Ich muss jetzt geistig mal vorsichtig sein. Ich darf nicht rumschreien hier, also. Ach. Aber so spät haben wir nicht. Ich mache jetzt mal ein bisschen früher und werde dann hoffentlich heute Abend noch mit Manuel Lamulana aufnehmen können. Weil tatsächlich sind mir die Lamulana-Videos ausgegangen. Das ist unpraktisch. Und ich will jetzt nicht dreimal Mario Gives Up hochladen, wenn ich jetzt schon so unglaublich vorbereitet zwei Let's Plays nebenbei aufnehmen möchte.
So. Ich habe jetzt eine smarte Idee. So. Nein! Ich habe übrigens... Oh nein. Übrigens, was mir auch aufgefallen ist, ich habe mal versucht zu speichern, in-game zu speichern. Funktioniert nicht mehr. Das ist bei mir kaputt gegangen. Warum auch immer, es funktioniert einfach nicht mehr. Also selbst auf dem Emulator zu speichern geht nicht. Das heißt, ich werde jetzt fucking Gebrauch von Saves jetzt machen. Ja, aber ich habe keinen Bock mehr, Junge. Weil ich müsste das gesamte Spiel neu anfangen, wenn ich jetzt Game Over gehen würde und da... Nee. Also ich gebe es langsam mal auf mit der Scheiße. So. Dann mache ich jetzt einfach pro Level immer ein Save State. Oh mein Gott, ich hasse alles. Pro Level ein Save State und... Ja, geht leider nicht anders. So, jetzt please, Game. Please. Lass mich überleben. Ich bin die Ruhe in Person. Alles ganz ruhig, entspannt. Easy. Das Dumme ist, genau jetzt habe ich keinen Save-State-Knopf mehr auf meinem Controller. Kannst du mich mal mit deinem Epic-Fail... Bei mir geht das Spiel kaputt so. Ich habe doch losgelassen, Mann. Oh Gott. Okay. Ich setze mich mal um. So. Ich muss mich mal echt konzentriert hinsetzen. Ich war viel zu entspannt. Ja, daran liegt's. Daran liegt's eindeutig. Nein, was zum... Okay. Jetzt bin ich nicht mehr entspannt. So, jetzt war ich gerade noch viel zu entspannt. Jetzt läuft's aber easy. Nee, aber Alter. Komm, ich versuche jetzt erstmal mehr so auszuweichen, anstatt anzugreifen. Weil ich jetzt schon länger nicht mehr an die Stelle gekommen bin, an der ich gerade eben noch war. Bevor hier die ganzen Fails losgingen. Und ja, ich würde den einen Level hier schaffen gerne in einem Part. Ich muss persönlich sagen, ich finde den sehr schwer. Weil Scoring-Level sind immer schwer, weil sie einfach langweilig sind. Ne? Ich hasse das Scrolling-Level. Könnt ihr bitte aufhören, scheiße zu sein? Please. Ich hatte da was anderes vor, aber okay. Komm, ey, Hitbox, Alter. Kennt ihr die Hitbox von Mario Maker 1 und 2? Also von den Spikes? In 1 und 2 sind die verändert, aber in beiden Spielen sind sie einfach scheiße. Ähnlich so mit diesen Stacheln. Weil man einfach so richtig dran vorbeispringt eigentlich. Aber irgendwie, ja, der Block zählt halt noch als Hitbox. Ach ja, und ich spiele ja immer noch mit Switch Pro Controller. Und habe gerade im Internet, ne, auf Amazon, mir einen Adapter rausgesucht, mit dem man... Oh mein Gott, was ist denn los? Was ist denn los? Heute läuft gar nichts bei mir, Alter. Ich habe mir einen Adapter rausgesucht und habe dann heute feststellen müssen, dass der Adapter nicht mehr verfügbar ist. Und der ist für Super Nintendo Controller, der Adapter. Mit anderen Worten, ich muss jetzt weiter mit dem Controller hier rumspielen, bis ich einen anderen Adapter finde oder sonst irgendwas. Oh mein Gott, ich hasse alles. Warte, was passiert jetzt danach? Ja, Epic Fail, bla bla bla. Ne? Also rein theoretisch ist das okay. Würde ich so sagen. Da wird hier auch nichts rumgeschummelt mit dem Score, den ich dann hab. Oh Mann, warum funktioniert das nicht mehr, Mann?
Alter, ich werd nicht mehr, Mann. Ich werd nicht mehr. Oh Gott, das wird ein scheiß Part einfach, nur weil ich nichts hinkrieg. Ich krieg einfach nichts hin wahrscheinlich heute. Heute ist nicht mein Tag gefühlt. Ich will heute eigentlich nur schlafen gehen. Beziehungsweise ich bin den ganzen Tag nur rumgelegen und war einfach komplett einfach tot. War aber am Vortag auch schon halb tot, aber ein bisschen wacher. Und, ach, das hat wirklich gerade irgendwie... Der Super Nintendo selbst, ne, der ZSNES, der hat jetzt nochmal den Overkill gegeben. Damit, dass er halt einfach kaputt gegangen ist. Ne? Nein, warum zum Fick kriege ich das gerade nicht hin? Oh nein. Erinnert ihr euch noch an den Epic Gamer Fortnite krass Moment und so? Ja, das wird es nicht mehr geben. Oh nein. Ja, es war so ein schöner Moment. Bei dem Fuzzy Level in der Luft. Ja gut, das war scheiße. Ich habe jetzt keine Ausrede mehr, also ganz ehrlich, entweder ich krieg's jetzt hin oder ich krieg's jetzt gar nicht hin. Oh mein Gott. Ich krieg halt nicht mal mehr leichte Sprünge auf den Koopa hin. So. Warum müssen wir genau jetzt in eine scheiß Eishöhle rein? Junge. Weißt du, okay, Leute regen sich ja immer über Wasserlevel auf, aber... Haben die sich schon mal die Zeit genommen, sich über Eislevel aufzuregen, diese Leute? Alter. Ihr müsst euch vorstellen, ich laufe hier ein bisschen nach vorne und rutsche schon so weit, also... Ihr könnt euch eventuell vorstellen, wie schlimm das ist. So. Oh, kurzer Mini-Lag. Warum laggt das jetzt? Okay, Hauptsache, ich bin noch lebendig. Was ist denn? Warum? Warum läuft hier gerade alles nix? Oh, Mann. Hör auf zu laggen, bitte. Oh, scheiße. Oh, das kann doch nicht wahr sein, dass es jetzt anfängt zu laggen und irgendwie alles... Oh, nein, Mann. Ich sag ja, heute läuft's nicht bei mir. Ich hoffe nur, dass es bei Manuel dann sozusagen läuft mit seinem PC. Dann habe ich zumindest nur als einziges Problem vielleicht... Vielleicht einfach nur meine eigene Inkompetenz. Okay, passt. Ich bin gerade innerlich so gestresst, aber das Spiel, das laggt, oder nicht? Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, es laggt. Warum? Naja, was auch immer. Ich wollte mich eigentlich gerade mehr oder weniger freuen, dass ich jetzt mal weitergekommen bin, aber... Nein! Komm, das dauert zu lang, Alter. Oh Gott, ich bin... Oh Mann. Heute ist so ein schöner Tag, la 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 la. Krieg ich den auch einmal? Okay, egal. Ist ja nicht so wichtig. Ich find's aber schön, wie er da hinten schön nach links fetzt. Hey, das hat doch gerade eben nicht geleckt. Warum zu viel leckt das jetzt? Jetzt komm schon. Ich weiß, diese krassen 16-Bit-Grafiken sind schon, boah. Junge, wenn ich den Pilz jetzt nicht krieg. Ja. Ihr wisst schon. Den Pilz. Okay. Die Feuerblume rettet alles eigentlich. Weil ich jetzt dadurch zwei Leben hab. Mit dem Pilz in Inventory. Oh nein. Haben wir hier die Feuerblume, also die Feuerbälle, die haben eine andere Farbe.
alles angreifen, was gefährlich ist. Ah! Nein! Oh, Stress. Na, das, ganz ehrlich, hätte ich mir denken können. Oh, cool, direkt vom Checkpoint abgekratzt. Schön. Okay. Ja, mein Steuerkreuz ist immer noch das Allergeilste. Da war ich ein bisschen innerlich gestresst, ob ich da hochkomme. Junge, bitte Mario. Mario. Okay. Oh mein Gott, weg damit. Geh da hoch. Danke. Okay, der Koopa ist weg. Der hatte auch keinen Bock mehr. Oh, da ist der Grüne. Oh nein, wir bekommen den nicht. Okay. Passt. Okay, passt auch vielleicht nicht. Na, ihr merkt vielleicht, Eishöhlen. Krebs. Einfach nur Krebs. Oh mein Gott, dass ich das überlebt habe. Sind wir jetzt an dem Punkt angelangt, wo es langsam, wo langsam wieder was funktioniert. Ich könnte sagen, dass ich da hinspringe, aber ich springe da nicht hin. Das Risiko gehe ich garantiert nicht mehr ein. Wie geil ist das denn? Ich weiß leider nicht, was unter mir ist, also... Hä? Alles klar. Es hat sich auf jeden Fall gelohnt, den Peace... Oh mein Gott, fucking Facepalm. Es hat sich auf jeden Fall gelohnt, den Peace-Switch auf... also den grünen Switch-Palace aufzusammeln. Warum sterbe ich eigentlich immer auf so eine Weise? Es gäbe so viele schöne Arten und Weisen zu sterben, ne? Ne? Insgesamt 100 Ways to Die und so gibt es. Und dann passiert mir sowas. Och, come on. Ich bin nur froh, wenn wir den Level aber geschafft haben. Weil... ich einfach vor dem so, naja, sagen wir, einen gewissen Respekt habe. Und ich müsste ihn ganz neu anfangen. Weil so sehr will ich Saves jetzt nicht abusen, wenn ich dann Game Over gehe. Komm, ich mach langsam. Finde ich aber immer noch interessant, was auch immer das hier ist. Und die Musik ist geil. Aber sowieso, das ist ja das, was ich an dem Hack auch so feiere. Die Musik. Und die Level. Einfach alles. Oh mein Gott, ich hätte mich gerade fast umgebracht. Pro? Ich bin ein Pro im Spielen. Ja, okay, das hätte ich mir denken können, dass ich da warten sollte. Tja. Ach nein. Ich wette, wir hätten einen Pilz bekommen, wenn wir den mitgenommen hätten. Alter, geil. Level geschafft. Nice. Oh mein Gott, wir haben es halt wirklich geschafft. Ich liebe den Mario, der da unten noch irgendwie Sandengel macht. Castle Grayskull? Ja, das frage ich dich. So, ich mach mal ohne Save State. Weil ich einfach gefährlich lebe. Ach, die geile Musik. Thank you.
Das ist eine Wand. Och. Und habt ihr das mitgekriegt? Das Spiel laggt, Junge. Was ist denn los? Ich muss mal den Emulator neu starten nach dem Part. Das ist typisch so. Ich habe alle Probleme gelöst und dann öffnet sich mir extra nochmal aus Dank, dass ich die Probleme gelöst habe, nochmal ein neues Problem. Oh Gott, Alter. Ich komme damit nicht klar. Wie das jedes Mal das gleiche ist. Aber ja. Ja, Spiel. Ja. Dass ich das überlebt habe. Kannst du bitte... Ich hasse alles. Ich soll da hochspringen oder was? Oh mein Gott. Ich muss diesen Level so oft machen. Oh nein, ich muss den Wasserlevel so oft machen. Nein. Was? Alter. Asozialer. Okay, wir müssen da nicht so hochspringen. Ich bin froh. Muss ich ganz ehrlich sagen. Hör auf zu laggen. Ich weiß nicht, was hier oben ist, aber ich war da jetzt halt, ne? Nein, verdammt! Oh Gott, nein. Nicht sterben. Kein Game Over, bitte. Ich will das nicht alles nochmal von vorne machen, bitte. Warum mache ich es mir eigentlich schwerer? Warum habe ich nicht einfach ein Safe State gemacht? Oh, verdammte Kacke. Nein. Don't do it. Aber es ist wesentlich leichter jetzt gerade, ne? Also, muss ich sagen. Oh mein Gott. Hätte ich das früher gewusst, ich wäre sofort hochgegangen. Na gut, das ist jetzt halt wie das Wüstenlevel. Das müsste ich halt einfach im Voraus schon wissen, wie furchtbar das sein kann. Willst du mich ver... Ich hasse alles. Ich hasse alles. Ich hasse alles. Come on, Alter. Als ob ich jetzt alles habe, was ich haben kann. Okay, ich find's super. Ich find's super. Okay? Okay, Spiel. So, der geht nicht mal mehr hoch. Das ist so ein Turm für Arme. Lol. Passt alles. Mach mir meinen Weg frei. Junge, das hat sich jetzt gerade echt skillig angefühlt, muss ich sagen. Oh, warte. Das war wahrscheinlich schlecht. Hätte ich nicht wissen können. Oder? Okay, nein. Wie gesagt, hätte ich nicht wissen können. Hätte es mir was erleichtert. Es hätte mir was... Ja, okay. Passt. Chill. Das ist aber nice, ne? Vor allem, weil es mich nicht umbringt. Oder nicht instant. So. Ich bin gerade innerlich gestresst, Junge. Ich will diesen Level schaffen, damit ich irgendeinen Safe habe. Wäre das nicht schön, safe zu sein? Mich verarschen. Ich dachte, du gehst ganz nach links, du Idiot! Der Idiot in dem Fall bin ich. Oh Mann. Bitte nicht. Oh Gott, nein. Den ganzen Level von vorne. Also den halben Level von vorne, aber. Oh. Ich
ein bisschen Angst. Muss ich ehrlich sagen. Komm. Dir traue ich nicht. Ist es, der hier ist bis ganz nach links gegangen. Der andere nicht. Ich war jetzt eigentlich voll darauf vorbereitet, so okay, der geht jetzt bis ganz nach links. Ich bin safe. Und dann doch nicht. Okay, nein, warte. Ich hab Zeit, ich hab Zeit. Eigentlich nicht, aber egal. Oh mein Gott, willst du mich verarschen, Alter? Ist mir egal. Mach, was du willst, Block. Willst du mich verarschen, du... nicht netter... Ach, was auch immer, fick dich. Alter. Und da jetzt einfach so plötzlich zwei spawnen, ganz ehrlich. Du kannst mich mal spielen. Ich werde diesen Level schaffen. Egal, wie lange es dauert. Ich warte. Wisst ihr, der geht auch bis ganz nach links? Ne, wollte ich bloß noch so zum Protokoll geben. Bisher geht alles nach links. Ich habe ein bisschen gewartet, damit der später aufsteht. Ja, und der hier geht nicht ganz nach links und der jetzt auch nicht. Ich warte mal. Ich warte, ganz ehrlich. Wie sollen wir das überhaupt schaffen? Der geht jetzt sofort nach unten und dann... Ja, wie soll ich... Alles klar. Ich habe exakt genau alles nicht verstanden. Oh Gott, der Boss. Und die schlanke Tür. Oh nein. Den schaffe ich nicht. Wie denn auch? Das ist zu asozial. Alter, das ist viel zu asozial. Junge, ich hasse dich auch. Nein, warum springen? Ja, machen wir den Level noch und dann beende ich den Part. Oh Mann. Ach komm, ey, das war doch scheiße, Mann. Warum springt der genau dann? Der ist vorher doch noch nicht einmal gesprungen, oder? Oder habe ich da irgendwas verpasst, den ganzen Kampf über? Ach komm, ey. Ich glaube, das, was ich am meisten hasse, ist die Tatsache, dass ich den Eislevel nochmal machen muss. Weil das, ganz ehrlich, das Schloss war geil. Es ist halt einfach der Eislevel, der sofort alles runterzieht. Lediglich die Musik. Die zieht alles hoch. Aber ist ja immer das Gleiche. So. Die geile Musik von dem Hack rettet einfach alles. Wow. Ich habe eigentlich schon vor 10 Jahren runtergedrückt, aber das... Naja, das, ne, das... Das Spiel hat immer recht. Das Spiel hat immer recht. So. Tja, das war's mit der Feuerblume. Bleib doch... Oh mein Gott. Nein. Was zum... Oh. Nein. Ich hasse Eislevel. Hatte das überhaupt was damit zu tun, dass es ein Eislevel ist? Egal, es... Oh mein Gott. Stress. Oh, was? Ich hatte einen Pilz. Ich hatte einen Pilz. Junge, ich hatte einen Pilz. Als ob. Oh mein Gott, ich kann den Level nicht leiden, Mann. Ah ja, die wenigstens Midway habe ich. Weißt du, der schlimmste Teil ist einfach der Autoscroller. Und ab hier ist es so, okay, ja, es ist halt ein scheiß was. Ein Eislevel halt. Ne? Und weil er halt ein Eislevel ist, ist er scheiße.
Ich bin aber erstaunt, wie gut ich jetzt durchkomme, nachdem ich den Level kenne. Weiß ich, ich habe das Gefühl, es kommt mir bekannt vor. Fick dich. Aber irgendwie auch nicht. Ich bin nicht sicher. Komm, den Level muss ich noch schaffen. Und dann speichere ich so ab oder so, keine Ahnung. 30 Minuten Part. Null Fortschritt bis jetzt. Danke, Game Over. Danke. Ach, willst du mich... Ach, komm, ey. Lame. Ja, komm, weißt du was? Da mach ich langsam, ey. Also, zwei Leben reichen mir nicht aus. Hör auf zu laufen, Mario. Hör einfach auf zu laufen. Oder zu rutschen, Mann. Ich hätte eigentlich runtergehen können von Anfang an. Das ist nett zu wissen, aber ey, bringt mir nichts. Pilz? Danke. Pilz. So. Eislevel sind Cancer. Na, ich bin gesprungen, Junge. Was willst du? Ein Leben. Mhm. Schöner Tag heute, ne? Heute ist echt wieder alles super, ne? Oh mein Gott. Komm, ja, fick dich. Können wir nochmal von vorne. Tja, in dem Part wird es keinen Fortschritt geben, aber das Castle, das werden wir im nächsten Part weitermachen. Und dann besiegen wir diesen scheiß Drecksknochen. Komm, mach. Oh, wieder den ganzen Level von vorne, Mann. Ich sag's nochmal, ich hasse diesen Eislevel, Alter. Wasser- und Eislevel, das ist einfach... Nein, es macht keinen Spaß. Ich bin nach rechts zu. Oh mein Gott, Junge, warum? Junge. Ich weiß auch nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Also es ist einfach lächerlich. Komm schon, ey. Wenigstens meine Nase hat sich dazu entschieden, nicht nochmal spontan in die Luft zu gehen. Das war nicht klug. Das war überhaupt nicht klug. Oh, das war so... Ah, Mann! Ich treff diesen scheiß Felsen nie. Aber wirklich nie. Aber beim Zurückgehen trifft das Ding das von selbst einfach. Okay, nee, warte, der Felsen, der springt ja auch, aber... Come on. Von all den Chancen, die ich habe, den zu treffen, treffe ich ihn nicht einmal. So, ich passe jetzt ganz... Also extrem jetzt einfach auf mein Item auf. Oh mein Gott. Warum müssen diese Stacheln one-hitten?
Ich bin gerade sowas von dabei innerlich. Ich will es einfach nur schaffen. Oh, nice. Okay, also das Item ist mir fast sicher. Mindestens ein Pilz. Nein, ich hasse alles, Mann! Komm, nimm den Checkpoint. Vielleicht schaffe ich es ja jetzt gleich in 5 Minuten der Level 2. Vielleicht. Ernsthaft. Ach komm, ey. Also langsam. Jetzt fuck. Alter, ich kann diesen Level nicht leiden, Junge. Scheiß Eislevel. Zu welchem Scheißloch ist das gekrochen, Alter? Ich traue dem nicht. Mann. Ich traue meiner eigenen Rutschgeschwindigkeit nicht. So, Zeit gespart. Tja, das war's mit der Feuerblume, das war's mit dem Pilz. Ich hoffe einfach, dass ich diesen Pilz vielleicht durchbekomme. Nice. Okay, extra life, mehr oder weniger. So. Das war's mit diesem Überlänge-Part. Ich versuche es bis zum nächsten Part vielleicht zu speichern, ich habe keine Ahnung. Jedenfalls irgendwie diesen Level dann auch im nächsten Part zu schaffen. Und dann werden wir sehen, ob es auch klappt. Bis dahin wünsche ich auf jeden Fall noch einen wunderschönen guten Abend. Und ja, bis zum nächsten Part. Ciao.